Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den Entwurfsmustern im Software Engineering. Heute geht es um Class Table Inheritance. Class Table Inheritance besagt Folgendes, und zwar geht es immer noch um das Problem, wie mappen wir so eine Objekthierarchie wie auf der linken Seite in eine Datenbank, die sowas ja eigentlich nicht direkt unterstützt. So, und wir hatten letztes Mal uns Single Table Inheritance angeguckt, sah so aus. Ist allerdings natürlich ein bisschen bloated, sage ich jetzt mal. Das heißt, man hat hier einfach extrem dicke Tabellen, wo viele Attribute ungenutzt sind. Alternatives Beispiel ist Class Table Inheritance. Class Table Inheritance besagt einfach Folgendes, und zwar, wir haben verschiedene Tabellen für jede einzelne Klasse, egal ob Parent-Klasse oder Child-Klasse. Und wir sehen hier plötzlich auch, dass Stück nur das Attribut macht fett hat und Krümel hat nur das Attribut spricht und Kuchen nur ist real. Das heißt, die geerbten Attribute, also sowas wie ist gesund, ist nirgendwo übertragen worden. Und das ist natürlich irgendwie nicht gerade intuitiv, weil man hat ja trotzdem ein Attribut ist gesund in Kuchen und man hat ist real sowohl in Stück als auch in Krümel, genauso wie ist gesund natürlich. Und das muss man sich dann allerdings beim Übersetzen von Objekt, also zum Beispiel wir haben jetzt eine Instanz von Stück und wollen das Ganze abspeichern in die Tabelle, dann müssen wir uns mehrere Einträge machen. Das heißt, wir müssen einmal eine Instanz in Essen reinpacken, wir müssen einmal eine Instanz in Kuchen reinpacken und wir müssen eine Instanz in Stück reinpacken. Nur wenn wir ein Stück speichern wollen. Das heißt, wir brauchen drei neue Einträge in drei verschiedenen Tabellen, um erstmal ein Stück abspeichern zu können. Und das ist nicht ganz intuitiv, ist auch ein relativ großer Overhead und vor allem muss man es, wenn man es wieder zurücklesen möchte, muss man wahrscheinlich joinen. Das heißt, ihr kennt vielleicht die Joins aus SQL. Das heißt, wir brauchen mehrere Einträge aus verschiedenen Tabellen und joinen über die ID, die dann überall eindeutig sein muss. Das heißt, man trägt zusätzlich natürlich in der Tabelle Essen, Kuchen und Stück jeweils dieselbe ID ein und über diese ID kann man dann rausfinden, dieses Ist-Gesund-Attribut gehört zu diesem Ist-Real und das wiederum gehört zu diesem Macht-Fett-Attribut. Das heißt, wir müssen immer noch überlegen, wir brauchen mehrere Queries, das heißt, wenn wir was anfragen, dauert alles auch ein bisschen länger, weil wir müssen drei SQL-Statements ausführen und müssen die dann noch zusammen vereinen. Das dauert alles so ein bisschen seine Zeit. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon bei der Diskussion so ein bisschen angekommen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, um was es bei der Class Table Inheritance geht. Refactoring ist auch so ein kleines Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel spricht in Kuchen hoch moven würde, wie ich das schon bei Single Table Inheritance überlegt habe, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach zu machen, weil das Attribut spricht ist in Krümel drin und nicht in der Tabelle Kuchen. Das heißt, ich muss die komplette Tabelle Kuchen verändern. Und das kann sehr, sehr aufwendig werden, so ein Datenbankschema zu ändern. Ja, das ist übel. Plus die Tabellen für die Oberklassen, also in unserem Fall vielleicht Essen, ist immer gebraucht. Das heißt, wir brauchen einen Eintrag in der Tabelle Essen für jedes, egal von welcher Instanz das wirklich ist. Und solche Supertypen können dann wirklich zum Bottleneck werden. Man spricht von Bottleneck, wenn es halt Performance-Issues geben kann, also Performance-Probleme, weil diese Tabelle Essen hier von jedem einzelnen, von jeder Klasse hier gebraucht wird im Endeffekt. Und das heißt, die ist sehr, sehr häufig in Benutzung, wird viel, es hat viele Einträge, es gibt auch viele, die da was anfragen wollen und das kann natürlich, oder das führt dann dazu, dass diese Tabelle Essen sehr, sehr groß wird, weil man natürlich auch für jeden Krümel hat man einen Eintrag in Essen, in dieser Tabelle. Und das heißt, diese Tabelle Essen wird sehr, sehr groß werden, was allerdings dazu führt, dass eine Suche natürlich lang nicht mehr so effizient möglich ist wie in der kleinen Tabelle Krümel. Aber vielleicht ist Krümel und Stück und Kuchen zusammen ja schon wieder recht groß. Und deswegen ist dann halt auch Essen sehr, sehr groß. Das heißt, man hat einfach eine, also im Normalfall sind es die oberklassigsten Typen, also die am obersten stehen sozusagen, und die machen dann Performance-Probleme. Das ist halt nicht so toll, deswegen möchte man das eigentlich vermeiden. Aber man hat natürlich auch hier wieder eine recht intuitive Schreibweise, sage ich jetzt. Also jetzt mal kurz die Vorteile. Ich meine, Class Table Inheritance ist nicht nur scheiße, sonst würde ich es euch nicht vorstellen.
Aber man hat natürlich eine recht intuitive Schreibweise, weil ja, man hat hier eben im Endeffekt genau alles, was hier in der Oberklasse steht, wird hier reingemappt. Das, was da drin steht, wird hier reingemappt. Das, was da drin steht, wird da reingemappt. Und das, was da drin steht, wird da reingemappt. Man muss nicht irgendwie denken, was wird jetzt vererbt oder sowas. Und man braucht natürlich auch nicht die komplette Hierarchie dazu. Das heißt, man kann hier weitere Unterklassen ohne Probleme irgendwie erstellen. Das ist alles super easy, damit machbar. Und das ist es, das ist dann natürlich auch nicht so schlecht. Ja, das heißt, euch bleibt überlassen, ob ihr Angst habt vor so einem Bottleneck. Das heißt, ob ihr irgendwie vielleicht auch Angst habt, dass diese Tabelle eben Essen hier in dem Fall, ob die ein bisschen zu groß werden könnte oder ob sie vielleicht doch noch ausreichen könnte, weil eure Tabelle vielleicht eh nicht so groß ist. Und ja, das war's von meiner Seite eigentlich auch schon wieder. Nächstes Mal gibt's eine Lösung für sozusagen unsere Probleme, die wir bisher hatten. Und die schauen wir uns dann an. Bis dann, ciao!